Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Im letzten Part haben wir Kapitel 1 abgeschlossen, also gehen wir jetzt direkt zu Kapitel 2 über Irrwichte und Butterbier. Das Knurren und die speicheltriefenden Lefzen des Werwolfes verfolgen dich in deinen Träumen und du kannst den angsterfüllten Blick von Penny Haywood nicht vergessen. Ein Irrwicht in Hogwarts. Ja, in Kräuterkunde, wir erinnern uns. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt als nächstes machen müssen, welche Lektion wir lernen. Wachtrank und getrocknete Nesseln, das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück in das Gewächshaus. Und als nächstes treffen wir Bill. Bill hat unglaubliche Neuigkeiten, die er mit dir teilen möchte. Also treffen wir uns mit ihm in der großen Halle. Und vielleicht können wir Tonks jetzt auch schon freischalten. Ich versuche das gleich mal. Ich denke mal, dass wir in der großen Halle dann auswählen können, ob wir die Quest mit Bill beginnen. Oder dass wir halt Tonks freischalten. Und das möchte ich eigentlich schon ganz gerne immer in die Let's Plays mit einbinden. Denn da lernen wir die Charaktere noch ein bisschen kennen und, weiß ich nicht, lernen vielleicht auch darauf zu reagieren, was die von uns wollen. Dass wir möglichst schnell Freundschaftspunkte mit denen sammeln können. Am leichtesten für mich ist momentan Ben. Denn Ben, naja, der ist halt relativ leicht zu durchschauen. Schwierigkeiten habe ich ab und zu bei Penny. Gerade wenn es darum geht, von wegen, welche Zutat gehört in welchen Zaubertrank? Und die anderen gehen einigermaßen. Rowan hat man mittlerweile ja auch ganz gut kennengelernt. Und bei Bill hängt es halt davon ab, ja, die Gryffindor-Fragen sind eigentlich schon sehr einfach. Man weiß schon, worauf es hinausgeht. Okay, also wir haben jetzt keine Sequenz, um Tonks freizuschalten. Oder doch? Vielleicht bei Koboldsteine? Finden wir das einfach gleich nochmal heraus. Wir können ja nach der Sequenz mit Bill mal schauen, ob es noch etwas gibt, was wir mit Tonks machen können, um sie freizuschalten oder ob sie direkt in unserer Freundesliste drin ist. Okay, wo haben wir ihn denn? Billy Boy, Billy Boy. Oh, da steht er mit Penny. Penny, bist du in Ordnung? Du hast ziemlich fertig ausgesehen, nachdem der Irrwicht in Kräuterkunde erschienen ist. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Machst du dir Sorgen um mich? Mir geht es wunderbar. Wirklich? Das fällt mir schwer zu glauben. Und da ist der Feind aller Flüche. Der Pulverisierer der polaren Plattenrüstung Valkyria Delacroix. Mensch, schön dich zu sehen. Ach, ich mag deinen Charme. Fällt dir irgendetwas an mir auf? Oh mein Gott, er ist Vertrauensschüler, oder? Nimm dich in Acht, Valkyria. Er ist schon seit einer Stunde damit beschäftigt. Ich bin der neue Gryffindor-Vertrauensschüler. Sie haben mir sogar ein glänzendes Abzeichen gegeben. Herzlichen Glückwunsch, Bill. Das war eine tolle Leistung. Danke, Valkyria. Vielleicht wirst du eines Tages auch Vertrauensschülerin. Oh wow, was für eine Ehre. Ich würde respektiert werden. Ah, ich bin zu verschmitzt. Ach nein, das wäre eine Ehre, total. Wenn ich ein Vertrauensschüler wäre, würde ich diese Schikanen ein für alle Mal beenden, sodass niemand sich mehr mit einer Person wie Merula herumschlagen muss. Genau. Mit deinem Mut wirst du bestimmt irgendwann Vertrauensschüler. Kannst du uns helfen, Bill? Ein Irrwicht hat in Kräuterkunde Penny angegriffen. Es hat die Gestalt eines Werwolfs angenommen und ich nehme an, das ist ihre größte Angst. Nicht wahr, Penny? Ich weiß nicht, warum es so ausgesehen hat. Professor Sprout hat den Irrwicht vertrieben, aber sie meinte, dass sie noch nie einen Irrwicht in den Gewächshäusern gesehen hat. Ich frage mich, ob es irgendetwas mit den verwunschenen Verliesen zu tun hat. Natürlich, hier hat alles mit den verwunschenen Verliesen zu tun. Hagrid kümmert sich immer um furchterregende Kreaturen. Du solltest ihn fragen, was er über Irrwichte weiß. Lass mich wissen, was... Hey, Erstklässler! Hört auf, mit den Cremetorten rumzuspielen! Ach, Bill, wie süß. Und tschüss. Er ist ein guter Vertrauensschüler. Ich glaube an ihn. Und jetzt müssen wir 3 Stunden warten, bis wir mit Hagrid sprechen können. Hagrid ist ein Experte für gefährliche Geschöpfe. Warum fragst du ihn nicht nach den Irrwichten? Ich sage dir Bescheid, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Wunderbar. Ich mache also an dieser Stelle wieder einen Cut. Wachtrank und getrocknete Nesseln muss ich halt noch freischalten. Das bedeutet, das mache ich wieder soweit außerhalb der Aufnahme, das kennen wir ja nun auch schon. Ja, insofern, bis gleich.
Was haben Irrwichte wohl mit den verwunschenen Verliesen zu tun? Wir kennen nur einen einzigen Mann, der uns diese Frage beantworten kann. Ein Mann, der sich mit Ungeheuern auskennt, der sich mit magischen Geschöpfen spezialisiert hat. Und genau zu dem gehen wir jetzt in den Innenhof, um mit Hagrid, unserem guten alten Freund, zu sprechen, mit seinem Babyfang. Ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Obwohl, fallen Irrwichte wirklich in sein Spezialgebiet? Mit Irrwichten hat er sich bisher nicht so wirklich profitiert, sondern eher mit richtig gefährlichen Viechern und nicht mit Viechern, die einfach nur die Angst einer Person kanalisieren, um sich dann in dieses Etwas, in diese größte Angst zu verwandeln. Und dann ist natürlich noch die Frage, warum hat Penny ausgerechnet so große Angst vor Werwölfen? Gibt es da eine Vorgeschichte? Ich bin gespannt. Vielleicht erfahren wir da ja auch ein bisschen mehr in diesem Teil des Schuljahres. Aber jetzt sehen wir erstmal, was Hagrid uns zu sagen hat. So, mal sehen. Eine Gryffindor. Ich übe meine Zauberstabkünste. Toll, freut mich für dich. Kann ich dir irgendwie helfen? Offensichtlich nicht. Hagrid, mein Freund. Hilf mir mal weiter. Oh, Valkyria, gut dich zu sehen. Wirklich, wirklich gut. Hallo Hagrid, wie war dein Sommer? Es war gut. Alles ist gut. Danke der Nachfrage. Ich habe einen Wurf Flubberwürmer in der Hütte großgezogen, aber die sind jetzt alle ausgewachsen. Oh. Und ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll. Sie freilassen, in Zaubertränke verwenden oder als Ziele verwenden. Ich denke mal, Hagrid würde es nicht so gut finden, wenn wir sagen, hey, pack sie doch in Zaubertränke oder wir benutzen sie einfach, um unsere Zauber zu trainieren und nehmen sie als Ziele. Dementsprechend, lass sie doch einfach frei, Hagrid. Zum Beispiel in dem verbotenen Wald. Das wäre doch eine Idee. Wenn sie ausgewachsen sind, kannst du sie in der Wildnis aussetzen. Aha. Oh, gute Idee. Sie können draußen im Dreck eine glückliche kleine Familie Flubberwürmer aufziehen. Ach, ich wusste, dass du ein gutes Herz hast. Also im Normalfall hätte ich gesagt, schmeiß sie in den Zaubertrank rein oder so. Ich bin nicht so für Krabbelfiecher. Genug mit meinem Flubberwürmer-Problem. Was kann ich für dich tun, Valkyria? Wir haben während Kräuterkunde einen Irrwicht in Gewächshaus 3 gefunden. Bill dachte, du weißt vielleicht, wie er dorthin gekommen sein könnte. Ein Irrwicht? Die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Nicht seit... Seit wann? Seitdem dein Bruder an der Schule war und sich nach Irrwichten erkundigt hat. So, so. Unser Bruder. Mal wieder. Warum hat sich mein Bruder nach Irrwichten erkundigt? Was hat er gesagt? Was hast du ihm erzählt? Keine Panik, Valkyria. Ich sag dir alles, was du wissen willst. Sehr schön, mach das. Aber dafür haben wir 3 Stunden Zeit. Juhei. Los, lade. So, Hagrid, erzähl mal. Sprich mit mir. Wenn es regnet, kannst du dir meinen rosa Regenschirm leihen. Das hat jetzt nicht wirklich viel damit zu tun, dass mein Bruder bei dir war und sich nach Flubberwürmern, nein, nach Irrwichten erkundigt hat. Wie komme ich jetzt auf Flubberwürmer? Egal. Es ist angenehm, einfach nur zu reden. Ihr sollt nicht einfach nur reden, sondern ihr sollt produktiv sein, Kinder. Was wird denn das hier? Und dein Bruder war immer nett zu mir. Interessiert mich in diesem Zusammenhang auch relativ herzlich wenig. Verwunschenes Eis ist nichts zum Lachen. Wir waren bei Irrwichten, Hagrid. Irrwichte. Bleib beim Thema. Nein, Zauberschach wollen wir auch nicht spielen. Ach, das ist ja herzlich informativ hier. Ich verbringe gerne Zeit im Innenhof. Total. So, und an dieser Stelle schneide ich denn wirklich was... Ich habe Harry Potter mal gesehen. Damals hatte er aber noch im Winter was. Nobody knows. Na gut. Ich springe jetzt einfach mal zu Stern Nummer 5 und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Oh ja, eine Instagram-Werbung. Übrigens, wir haben jetzt Instagram. Ich dachte mal, das ist so ein kleiner Einwurf. Das passt hier ganz gut. Jo, bis gleich. So, Freunde, sehen wir doch mal, ob wir auf den letzten Metern noch was Sinnvolles und Produktives erfahren, aber ich gehe mal eher nicht davon aus. Kannst du von da oben die Eulerei sehen? Nö, kann ich nicht.
So, kommen wir nämlich noch gar nicht hin. Und jetzt, Hagrid, bitte, bitte gib mir Informationen und red nicht über Sonnenschein. Mein Bruder war der Ansicht, dass die Irrwichte etwas mit den verwunschenen Verliesen zu tun haben? Oh. Er dachte, dass sich eines der Verliese die Ängste von jedem zunutze macht, der es versucht, es zu öffnen. Oh cool, das heißt, wir gehen mit Ben dahin. Wenn auf einmal Irrwichter in Hogwarts auftauchen, könnte das heißen, dass sich jemand an dem Verlies zu schaffen gemacht hat. Hallo, Merula. Mein Bruder hat sich ausgiebig mit den Verliesen beschäftigt. Wissen Sie, wo er seine Notizen aufbewahrt? Dein Bruder hatte nicht besonders viele Freunde in Hogwarts, aber er hat viel Zeit in den drei Besen in Hogsmeade verbracht. Die drei Besen? Im Ernst? Madame Rosmerta arbeitet im Gasthaus. Vielleicht weiß sie etwas über seine Notizen. Wenn du mal nach Hogsmeade kommst, stelle ich dich gerne vor. Das wäre genial, Hagrid. Die Drittklässler bereiten sich auf ihren ersten Ausflug nach Hogsmeade vor. Es wird dir total gut gefallen, Valkyria. Sprich mit deinem Hauslehrer und sieh zu, dass du beim Ausflug dabei bist. Ich warte in den drei Besen auf dich. Yay, wir lernen Madame Rosmerta kennen. Wundervoll. Können wir denn jetzt gleich mit unserem Hauslehrer sprechen? Sprich mit Professor Flitwick? Nein, wir treffen uns in 8 Stunden mit Rowan. Hey, Valkyria. Eine Gruppe Ravenclaws trifft sich vor unserem ersten Ausflug nach Hogsmeade. Ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Wunderbar. Und ich mache in der Zwischenzeit weiter mit dem Wachtrank und den getrockneten Nesseln. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel in letzter Zeit ein bisschen liegen gelassen, habe jetzt tagelang nicht aufgenommen und muss mich jetzt sehr, sehr sputen, um das Ganze überhaupt noch bis Donnerstag fertig zu kriegen. Aber ich hoffe mal, dass ihr das Ganze hier jetzt am Donnerstag um 12 schon sehen könnt. Insofern lassen wir die Zeit einmal verstreichen und sehen uns dann gleich wieder. Um die Zeit zu überbrücken, habe ich mir Folgendes gedacht. Nymphadora Tonks ist hinzugefügt worden zu unserer Freundschaftsliste. Und ich dachte mir, wir können jetzt schon mal diese kleinen Quests mit ihr machen, um mal zu sehen, wie das so ist. Also einmal mit einem Freund essen und dann natürlich auch nochmal das Koboldsteine-Spiel. Lernen wir Nymphadora doch einfach mal kennen und nenn mich nicht Nymphadora. Ich finde sie super. Wenn du so oft in Schwierigkeiten gerätst wie ich, weißt du eine Menge über Filch. Schauen wir mal, was du über ihn weißt. Oh wow, es geht um Filch? Wen hat Filch am liebsten? Na, Mrs. Norris, obwohl fesseln würde auch passen. Aber nein, ich glaube, es ist Mrs. Norris. Wunderbar. Was möchtest du als nächstes wissen? Wo verbringt er seinen Urlaub? Hogsmeade, Ägypten, nö, das tut er nicht. What the foo? Als ob er irgendwo Urlaub machen würde. Mrs. Norris kann er ja auch nicht überall mit hinnehmen, oder? Nicht schlecht, Valkyria. Habe ich dich beim Nachsitzen nicht gesehen? Nein, aber ich habe Filch bereits kennengelernt. Frag mich etwas anderes. Wer war vor Filch der Hausmeister? Ach du Heilige. Rancorous Carp, Apollin Pringle oder Ignatius Tuft? Ich mag Ignatius. Oh. Oh nein! Das war ja mal Fail. Na gut, okay. Ich bin beeindruckt. Du hast es falsch beantwortet, aber du weißt mehr über Filch, als man sollte. Schauen wir mal, ob du alles weißt. Ich bin mir sicher, dass ich nicht alles weiß, aber ich werde mein Bestes geben. Wow, wirklich? Wie heißt Filchs Katze? Bestimmt Mrs. Norbert. Okay, das war easy. Aber wer vor ihm Hausmeister war? Meine Güte. Keine Ahnung. I don't know. Gut gemacht, Valkyria. Du bist eine echte Filch-Expertin. Vielen Dank, meine liebe Tonks. Und dann gehen wir jetzt direkt weiter zu Koboldsteine und schauen wir mal, wie wir Tonks da am besten ablenken können. Koboldstein, Koboldstein, tut, was immer ein Koboldstein tut. Gib acht, das ist ein Koboldstein. Und eine Nymphadora Tonks. Oh! Die nicht gern mit ihrem Vornamen angesprochen wird. Aber trotzdem unter ihrem Vornamen geführt wird, das ist etwas merkwürdig, aber na gut. Ich bin gut in Koboldstein, wenn ich nicht abgelenkt werde. Ich lasse mich aber auch sehr leicht ablenken.
Wie findest du Gobsteine? Wir sollten über Zonkos reden. Wir sollten über Fitchs Fingernägel reden. Wir sollten uns konzentrieren. Vielleicht Zonkos? Na, guck mal. Fitchs Fingernägel. Ugh. Nee. Ich glaube, darüber möchte ich gar nicht reden. Lass uns im Gurbstein-Club mitmachen. Wir sollten Fitch fragen, ob er Mitglied werden möchte. Wir sollten einen Streicheclub gründen. Streicheclub finde ich gut. Obwohl die Idee, ihn zu fragen, ob er mit uns Gurbstein spielen möchte und mit uns in den Club geht, ist auch ziemlich amüsant. Ich kann mir seine Reaktion schon gut vorstellen. Gut, spielt Valkyria. Ich sollte mich konzentrieren. Danke, Tonks. Ich hoffe, ich lasse mich nicht zu leer... Ich hoffe, ich lasse mich nicht zu sehr ablenken. Und ich hoffe, ich finde irgendwann heute nochmal meine Sprache wieder. Vielleicht gewinnst du gegen mich. Vielleicht bin ich ein Auror. Vielleicht bin ich ein Metamorphagus. Nee, Metamorphmagus? Was? Also das ist das, was sie ist. Ein Metamorph. Ich bin ein Auror. Oh. Schade. Auroren sind aber cool. Und sie ist beides. Creepy. Du bist auf dem Weg zum Sieg, Valkyria. Ich sollte besser aufpassen. Es sind nur noch ein paar Züge. Was, wenn ich verliere? Du wirst es herausfinden. Du wirst noch eine Strafarbeit bekommen. Du wirst ein Todesser. Entschuldigung. Voll sinnbefreit, aber egal. Sinnbefrei punktet. Gut gespielt, Valkyria. Beim nächsten Mal werde ich mich nicht so sehr ablenken lassen. Ich hoffe darauf. Ordentlich Punkte gesammelt, aber schon krass, wie viel man braucht, um überhaupt auf Level 2 aufzusteigen. Gut, dann machen wir jetzt mit der Hauptquest weiter. Bevor wir nach Hogsmeade aufbrechen, treffen wir uns erstmal mit unseren Freunden im Gemeinschaftsraum von Ravenclaw. Naja, okay, was heißt mit unseren Freunden? Wohl eher nur mit Rowan und eventuell auch mit ein paar anderen Ravenclaws. Mal sehen. Und wir sehen dort auch schon Professor Flitwick, mit dem wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen müssten, ob wir denn überhaupt mit nach Hogsmeade dürfen. Ich habe Snape in einem Vorratsschrank im Zaubertrankunterricht gefunden, aber in Wirklichkeit war es nicht Snape, sondern ein Irrwicht. Ach, ist er immer noch unterwegs? Cool, und du hast Angst vor Irrwichten und vor Snape und überhaupt. Ich weiß nicht, welche Kleidung ich bei unserem Ausflug nach Hogsmeade tragen soll. Keine Ahnung, Freizeit? Hogsmeade! Hogsmeade! Jo, alle freuen sich, ich freue mich auch schon. Mal sehen, ob uns da kein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Was glauben Sie, wo Sie hingehen, Miss Delacroix? Nach Hogsmeade, Professor Flitwick. Hier ist meine schriftliche Genehmigung. Es ist mir sehr unangenehm, aber ich wurde angewiesen, Sie trotz schriftlicher Genehmigung nicht vom Schulgelände zu lassen. Bitte was? Das war so klar. Was? Das ist unfair. Das können Sie nicht tun. Ja, das ist in der Tat unfair, aber so lauten meine Anweisungen. Sie haben unzählige Schulregeln gebrochen, Ihre Mitschüler rücksichtslos in Gefahr gebracht und jegliche Selbstbeherrschung vermissen lassen. Ich habe Hogwarts gerettet. Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, dass wir Lehrer einen Plan hatten, die Lage selbst unter Kontrolle zu bringen, ohne dass Schüler in Gefahr gebracht werden? Bitte, Professor. Madame Rosmerta von den drei Besen weiß vielleicht etwas über meinen Bruder und die Verliese. Hier in Hogwarts sollen Sie sich auf Ihre Schularbeiten konzentrieren und nicht über die verwunschenen Verliese nachdenken. Ja, aber unser Bruder ist verschwunden und die verwunschenen Verliese haben bestimmt was damit zu tun. Och, komm schon, du Zwerg. Wenn Sie sich das Privileg, nach Hogsmeade gehen zu dürfen, verdienen möchten, müssen Sie fleißig lernen. Danach können Sie Hogsmeade besuchen. Ja, Professor. Ja, Professor Flitwick. Dumm gelaufen. Ich hab alles gesehen. Oh, es tut mir voll leid. Kein Problem. Ich muss nur noch besser im Unterricht aufpassen und lernen, bis ich umfalle. Ich habe alle möglichen Orte zum Lernen in Hogwarts getestet und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Bibliothek von Hogwarts der beste Ort zum Lernen ist. Super. Wollen wir zusammen lernen? Natürlich. Mit dir abhängen und lernen tue ich am liebsten. Sollen wir jetzt in die Bibliothek gehen? Ja. Wenn ich nicht nach Hogsmeade darf, dann gehst du auch nicht, meine liebe Rowan. Genau, gehen wir.
Ich komme nie nach Hogsmeade, wenn ich Professor Flitwick nicht zeige, was ich auf dem Kasten habe. Alles klar. Und dürfen wir das jetzt direkt? Komm schon, ausnahmsweise. Wunderbar. Auf das Lernen konzentrieren. Du musst lernen, um dir das Vorrecht zu verdienen, Hogsmeade zu besuchen. Wenn das so ist, gehen wir direkt in die Bibliothek. Ich glaube, da waren wir sogar bisher noch gar nicht. Ein neuer Ort, den wir erkunden können. Oder doch nicht? Lassen wir uns überraschen. Aber ich habe die Bibliothek in den Harry-Potter-Spielen immer sehr, sehr geliebt. Vor allem auch in den Gameboy-Spielen. Das war immer so riesengroß. Oh mein Gott, ich bin so oldschool. Damals noch mit meinem alten Gameboy Color in rosa. Und dann Harry Potter und der Stein der Weisen, den ich von meiner Cousine ausgeliehen habe. Und den Teil habe ich immer noch bei mir in der Spielesammlung. Und die Kammer des Schreckens habe ich auch gespielt. Und ich habe mich immer verlaufen in der Bibliothek. Konzentrieren wir uns also auf das Lernen und lernen auch diesen neuen Ort kennen. Ich bin wirklich gespannt. Bisher hat mich das Design von diesem Spiel eher weniger enttäuscht. Ich denke mal, euch geht es ganz genauso. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wie weit ich jetzt schon bin. Also im Vergleich zu den anderen. Klar gibt es viele, die dazu kaufen. Wie sieht es mit euch aus? Kauft ihr dazu? Und wenn nicht, wie weit seid ihr jetzt schon? Ich habe ja zwischendurch eine ziemlich massiv lange Pause gehabt, konnte nicht weiterspielen und mache jetzt immer nur so zwei Parts täglich. Zwei Parts täglich, ist klar. Zwei Parts in der Woche. Mich würde einfach mal interessieren, wie weit ihr seid. Ihr, die nicht dazu kauft und die das Ganze ehrlich und mit viel Fleiß spielen. Vielleicht auch arbeitstätig seid oder Schule habt oder was weiß ich. Denn ganz ehrlich, mit den Lektionen durchspielen und schnell vorankommen, das geht ja eigentlich nur, wenn man zu Hause ist. Sprich, Ferien hat, Urlaub hat oder krankheitstechnisch zu Hause liegt. So wie ich gerade. Hallo! Und selbst dann schafft man irgendwie nur zwei Parts in der Woche. Es ist absolut verrückt. So, meinetwegen kann die Bibliothek jetzt langsam mal laden. Denn ich will weiterspielen. Los, do it! Und sie sprach, es werde Licht. Lumos. Ha, super. Das hat funktioniert. Ich bin begeistert. Die verbotene Abteilung. Oh, da will ich rein. Das sieht so schön hier aus. Ich mache jedes Mal, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, eine Kerbe in meine Brille. Und meine Brille ist gerade zerbrochen. Kannst du Reparo? Ja, aber dann sind deine Kerben, glaube ich, weg. Gott, wie hieß sie denn noch? Madame Pince. Hieß sie nicht Prince? Ja. Psst, halt die Klappe! Okay. Ich mag ihr Charakterdesign. Rowan! In der Bibliothek von Hogwarts gibt es buchstäblich hunderte von Büchern. Auch wenn ich nicht genügend Zeit habe, um sie alle zu lesen, werde ich es trotzdem versuchen. Ja, mach mal. Rowan Kanner, nur weil Sie hier mehr Zeit verbringen als alle anderen Schüler, dürfen Sie noch lange nicht die Regeln ignorieren. Madame Pince ist die Bibliothekarin. Sie weist mich ständig zurecht, weil ich immer zu aufgeregt bin, um leise zu sprechen. Psst! Wir sollten wieder runterkommen. Madame Pince sieht verärgert aus. Ja, du hast recht. Wenn du Hogsmeade besuchen willst, sollten wir uns die Bücher schnappen und lernen. Psst! Okay. Aber ich finde sie hübsch. Gut, wir haben wieder 3 Stunden Zeit. Sehen wir doch mal, was wir hier so lernen können. Rowan, bitte sprich nicht wieder zu laut. Wenn man sich etwas Wichtiges merken muss, sollte man es aufschreiben. Ach was, das ist jetzt ein Trick, den ich so noch nicht kannte und das, obwohl ich so viel lerne. Also sollten wir uns Notizen machen. Wow, das passt ja gerade alles super toll zusammen. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder bei Stern Nummer 5 und hoffentlich mag Madame Pince uns dann auch wieder ein bisschen lieber, wenn wir uns etwas leiser verhalten haben.
So, das Lernen habe ich gerade aus Versehen komplett zu Ende gemacht, deswegen steigen wir einfach mal ein. Es tut mir übrigens leid, dass im letzten Part keine Musik war. Ich habe keine Ahnung warum. Wie gesagt, die Kopfhörer habe ich normalerweise beim Aufnehmen nicht drin, weil mich diese Hintergrundgeräusche immer so ein bisschen irritieren. Gut. Danke, Rowan. Dank deiner Lerngewohnheiten und all dieser fantastischen Bücher lerne ich schneller als je zuvor. Gern geschehen, Valkyria. Oh, wenn du so weitermachst, darfst du im Nu nach Hogsmeade. Ja, das hoffe ich sehr. Mal sehen, was als nächstes kommt. Als nächstes müssen wir den Wachtrank und die getrockneten Nesseln erlernen als Lektionen. Da werde ich mich als nächstes dran setzen. Ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Nächste Woche Montag, wie immer um 12. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.